Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Minecraft mit von der Partie der gute alte Michi. Jo, hallo Leute, da bin ich wieder. Salü. Jo, eine neue Aufnahme, neues Glück. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung, schon 2 Wochen her und nein, länger, keine Ahnung. Ja, nicht. Ist schon ein Zeitlein her, ja. Ja. Also ich glaube, wir waren letzte Aufnahme noch in der Höhle. Ja, das ist so, ja. Haben uns da Rohstoffe erfahren. Ja, ist noch irgendwas in. Da ist noch Fleisch drin, da ist noch gar nicht. Da ist Eisen drin. Ja, Eisen haben wir, glaube ich. Ja, wir haben fast kein Eisen. Sag mal, woher kommen denn die enchanten Bücher? Die habe ich in einem Spawner gefunden, ach den so. Ich in der Wüste, glaube ich, in der zweitletzten Folge, wenn ich mich nicht täusche, gefunden habe. Ja. Ja. Easy. Jo, was habe ich so im Gepäck? Nichts Spezielles eigentlich. Jo, dann wir haben ja gesagt, wir wollen dann bald mal ein eigenes Häuschen bauen, ne? Anstatt uns hier Ja, zu verschanzen. Das könnten wir uns eigentlich da mal ranmachen. Ah, ich glaube, wir sind mal in Holzen sind wir gegangen, nicht? Wir haben doch so, ich bin durch Holzen gegangen in der Genau. letzten Folge. Hab so extrem viel Holz gesammelt, wie man hier sieht, jo. Ja. Extra, damit wir ein Häuschen bauen können, dann. Jo, und Stein haben wir ja auch genug. Haben wir. Ja. Cobblestone hat es hier in der Kiste auch. Das ist die Cobblestone-Kiste. Jo, und auch Sandstein hat ziemlich viel. Ja, und anderes also, Zeug. Wollen wir uns sonst mal an den Hausbau begeben? Ja, würde ich schon sagen, ja, ne. Okay. Jetzt soll ich mal das Holz mit einpacken hier. Und die Tür, die brauchen wir bestimmt auch. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Sag mal, wieso steht bei dir so, wieso steht das so komisch World Saved? weil die Welt so benannt ist. Aha, super Name. Ja, ja, ich habe sie jetzt gerade vorhin nochmal schnell auf den Server gespielt und darum habe ich die jetzt nicht umbenannt. Und ja. Oh. Aber ich denke, nicht so schlimm. Ja, nicht so schlimm. Wegen dem Platz, denke ich, hier auf der Wiese oder irgendwo. Wir haben ja hier so einen schönen Schnitt vom Wald, der Wiese und dem Dschungelbiom. Ja. Und dort hinten hast du noch ein Schneebiom. Ich finde das immer ganz toll, wenn man so alle Biome so in einem Dings hat. Und du bist ja auch. Wir, ja. Haben so, wir haben ziemlich alles hier, ne? Ach so, ja, da bist du. Ja. Jo. Jo. Ich denke, das wäre eigentlich noch ein schönes Plätzchen. Oder Vor wie allem sieht's haben da wir hin? Dann gleich die Farm da noch. Und Ja. Nur hier ist gerade ein See, ist gerade ein bisschen doof. Und unter uns ist übrigens die Höhle und da hinten beim Ding-Klotz hier, beim Cobblestone-Klotz, habe ich mich in der letzten Aufnahme mal rausgegraben da. Das war da, als ich das ja. Loch gefunden habe, genau. Jo. Jo, was denkst du, wo ist da schöner Platz? Also, ich denke, wir Wasser ist könnten ein bisschen doof. hier sonst da noch ein bisschen frei Ja. graben und da den kleinen See da füllen. Oder, jo, wie siehst du das? Also, ich denke jetzt mal, das wäre hier ein guter Platz eigentlich. Ja, da hinten noch ein schöner Fluss, also Bach, wo man fischen kann. Ja, und wie denkst du, wie wollen wir aufbauen? Wollen wir zuerst mal ein Hauptding haben und nachher so Flügel ans Haus bauen, damit es so immer größer wird, oder wollen wir von Anfang an peng ein Riesenhaus hinbauen? Also, ich wäre jetzt dafür, dass wir immer Teilstücke, sage ich jetzt mal, da anbauen oder weiterbauen dann, weil, ja. Immer so Flügel, gell? Genau. Genau, ja, finde ich auch, gute Idee. Warte, ich gehe sonst schon mal mir ein Eisenschaufel machen. Ja, ich bin da gut ausgerüstet. Ich habe da 3 Eisenschaufeln. Okay, jetzt gleich nur noch 2. Oh, jetzt nur noch 2.
Irgendwie habe ich mich da schon vorgerüstet, keine Ahnung wieso. Oder wollte ich Sand sammeln? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube, wir waren da wegen dem Glas am Ah, Sand nee, ich sammeln. habe doch da hinten beim Wüstenberg habe ich doch Sand abgebaut. Jo. Oh, wo ist denn der Sand jetzt alles hin? Da haben wir Sandstein rausgemacht und Ach den ja. restlichen Sand habe ich jetzt schon in den Ofen mal gepackt, damit der brennt und wir da dann Glas Ja, haben. genau. Wir hatten doch die Idee, dass wir das Haus so mit Sandstein und Birkenholzen machen, oder? Ja, stimmt. Irgendwie. Oder Jo. zumindest ein Keller, ja, ich weiß nicht. Mal sehen. So, bin ich mal am Planieren hier. Hey, du hast das ganze Holz mitgenommen. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, dann baue ich mal hier. Die Hütte ist eh abrissfällig bald schon mal. Ja. Übrigens zum Thema Planieren, Hausbau, wenn es nicht bereits schon läuft, bald wird ein Let's Play folgen oder vielleicht ist es auch einfach nur so ein Game-Test, Gameplay, ich weiß nicht, wie lange das ich spielen kann, bis es langweilig wird. Es wird folgen ein Let's Play vom neuen SimCity. Ich werde mir das zulegen und ich werde es aufnehmen, solange wie es irgendwie noch spannend ist und ja. Das mal so als Vorinfo, wenn es nicht bereits schon angefangen hat, bis diese Folge hier hochläuft. Aber das denke ich nicht. Ja, Ich habe mir das da, sind. ich habe mich da richtig in das Spiel verliebt, irgendwie. Okay. Auch wenn es da in den Schlagzeilen ist, sie hätten Probleme mit dem Server und so. Aber Ja, ich meine, jedes Spiel hat irgendeine Macke. ja. Oder, Und das kann man ja ja. beheben, die Serverleistung und so, das kann man ja beheben. Genau. Was brauche ich denn hier nicht? Die Erde. Ja, wenn wir schon beim Server sind, also wir haben ja am Anfang die ersten paar Folgen mit einem Bucket-Server aufgenommen und jetzt haben wir von Ben Hosting, ich werde den dann auch noch verlinken im Video unten, der hat uns hier einen Server gesponsert, jetzt einfach mal testweise und jo. Ja, Danke nochmal dafür. genau. Danke an Benjamin, ne? An dieser Stelle will ich auch noch ein kleines Dankeschön sagen hier, ein bisschen Werbung machen für den Server, den er uns hier gesponsert hat. Und übrigens habe auch ich jetzt einen Server. Ups, sollte ich jetzt nicht sagen, doch. Ne, ich habe jetzt auch meine Welt auf dem Server, dass sie so begehrt ist. Ich werde da mal vielleicht mal schauen, ob da mal der ein oder andere vorbeischauen will, kann, wenn er sich bei mir meldet. Jo, ich lege hier mal die Grundsteine, ne? Das ist schon zu groß, das ist fast schon zu groß. Ne, das ist nicht zu groß. Wenn man hier Jo. Flügel anbaut, so. Ups. Oder ist das zu Ui. groß? Ne, das ist nicht zu groß. Ich weiß nicht. Jetzt stecke ich da mit den Dorfbewohnern unter einer Decke. So, so, ah, das wusste ich doch von Anfang an, dass du mit denen unter einer Decke steckst. Jo. Da bin ich jetzt gerade reingefallen und jetzt komme ich nicht mehr raus. Super. Toll. Brauchst du Hilfe? Nein, es geht, danke. Okay. So. Zum Glück So, und ich sind die markiere hier. jetzt hier mal den Eingangsbereich so. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Asymmetrisch! Nein, das kannst du nicht machen. Nein, das geht einfach nicht. Warte, mach mir eine Doppeltür. Ach so. Warte. ja, wie du eigentlich willst, also mir ist das eigentlich. Ne, es ist ja nicht nur mein Haus. Hab ich. Ja, Hast du eine Spitze? Ah, aber. ich habe auch eine Spitzhacke. Okay. Mache ich auch so. Soll ich sonst schon mal den Sandstein und so mitbringen, damit wir den da haben? Jo, mach mal, ja. Okay. So.
Jetzt haben wir hier 5 und dort 4, das heißt, jetzt habe ich es umsonst hier verschoben. Oh, es wird gleich Nacht, ist ja ganz cool. Die Monster sind an, ne? Ja. Ja, die Monster sollten eigentlich an sein, ja. Ja, du kannst gleich wieder umdrehen, ne? Dann gehen wir schnell schlafen. Okay. Nachts. Nachts ist Bauen nicht so schlau. Nee. Im Falle, dass die Monster ja eingeschaltet sind. Hui. Zu essen haben wir, glaube ich, auch genügend, oder? Haben wir das Ja, letzte Essen hat's da hinten noch eine Essenskiste, sage ich jetzt mal. Mal? Ja. Ja, gut. So. In dem Fall gute Nacht. Gute Nacht. Ach, gut, boah, ging aber schnell. Morgen. Ja. Ah, so. Morgen. Gleich wieder an die Arbeit. Was wollte ich Morgen. machen? Genau. Den Sandstein etc. zu dir nach hinten bringen, damit wir da das Zeug schon mal gelagert haben. So, gleich in Truhen oder wie? Also, ich habe zwei Truhen schon abgebaut, also zwei Doppelkisten. Ja. Aber da hat es nur im einen diese Bausteine drin, also sage ich jetzt mal, die Cobblestone, Erde und so. Und in der anderen hatte es gar nichts drin, glaube ich. Aha, gar nichts. Ach ja, die habe ja ich, glaube ich, schon fast ausgeräumt. Ups, das Ja, wollte genau, die ich. andere war die Holzkiste. Ja. Jo. Okay. Also willst du jetzt den Sandstein einfach nur im Keller verbauen? Ja, oder die Wände, ich weiß nicht welches Holz. Oder passt das, werden wir außen wirken Holz nehmen? Ich weiß eben nicht. Warte, wie sieht denn das aus? Hast du es eben das Texture Pack, das du immer hast? Jo. Okay. Ich weiß halt nicht, wie das bei dir aussieht. Also das Birkenholz selber, wenn es im Stamm ist, also ich denke mal nicht, dass das so gut dazu passen würde. Zieh Aber hier sonst wenn mal ne Wand durch. Ich weiß nicht, mal schauen, ob hier das normale Eichenholz passt. Einfach ja. hier von Stamm zu Stamm, also bis Hast du dahin rein. vielleicht noch ein bisschen Holz für mich? Wieso Holz? Nein, meist mit Stein. Ach so. Sandstein. Ja, dann mach doch mal. Um zu schauen, ob das passt. Einfach von Holz zu Holz. Ja, halt, reicht schon. Du musst nicht hinter der Tür durch. Ach so. Okay. Jo, machst einfach mal eine Wand, eine drei hohe Wand. Also eigentlich müsste dann vier hoch sein, fällt mir gerade ein. Oder machen wir gleich ganz großes, also Haus, mit zwei Fenstern, also mit zwei Fenster, die zwei hoch sind, oder mit einem hoch? Mit zwei hoch Zwei, würde ich ne? sagen, Weil ja. dann passt es hier schön, nämlich so, dann kommen da Fenster rein. Das heißt, da oben kommt da noch ein Holzblock hin. Ah, Mist, jetzt kann ich den nicht mehr. So, vielleicht geht's ja so. Ja, na. Ja, Mist. Machen wir's halt so, Mensch. So, muss da wieder das Zeug sein sammeln. Ich bin voll. Ja. Ja. So. Also ich finde, das sieht eigentlich noch recht gut Ja, aus. passt noch, ne? Ja. Ja, kannst du oben kannst du durchziehen? Oder warte mal, wie sieht's aus, wenn wir da eins. Ja, nee, das sieht scheiße aus. Also soll ich das hier so durchziehen? Genau, ja. Genau, Platz sparen hast du da gedacht. Hast du gut gedacht. Da hinten brauchst du nämlich keine Wand, da ist ja schon zu. Genau. Gut, hast du Glas dabei? Warte mal, ein Fenster, oder? Also die dünnen Gläser haben Ja. wir. Ja, habe ich Nein, keine. das Na, die Glas. müssen wir, glaube ich, auch noch machen. Ich glaube, wir haben gar kein Glas, so viel ich weiß. Doch, ich bin am Glas machen. Ich Ah, kann bist du? sonst schnell holen gehen. Ah, ja, sonst. Ja, okay, dann. Hätte jetzt nicht. Brauchst nicht zu stressen da mit den Fenstern.
Ja, aber wenn's gemacht ist, ist gemacht. Ja, das stimmt auch wieder. Also ich tue mal das normale Holz durch mal hier rein und die Erde auch, denn das füllt mir hier nur den Platz weg. Und dann mache ich mal die 27 Birkenholz, mache ich mal zu Brettern. Denkst du, zwei Stacks Glas reichen? Also Glasblöcke. Ja. Ja, das sei. Müsst ihr ja immer mal 16 rechnen, oder? Ich denke, das reicht schon ziemlich weit. 64 mal 16. Ach, so übertreib's nicht. Ne, mach nur so viel, wie wir auch brauchen. Ja, ich komme dann mal wieder zu dir. Hast du vielleicht eine Workbench oder Ja, Werk? ich habe sie Kannst du da? mitgenommen. Okay. Ich stelle sie gleich hin neben die Kiste da drüben. So, Jo. zack. Dankeschön. So. So, dann kannst du die Wände mal durchziehen und ich mache schon mal den Boden rein, da ja du den Steinziegel bei dir hast. Den Sandstein. Wann kommt eigentlich die 1.5 raus? Weißt du das? Wann sie genau rauskommt, weiß ich jetzt nicht genau, aber die Pre-Release ist ja jetzt draußen. Ja, die ist schon lange draußen. Ich erwarte die Vollversion schon seit Ewigkeit. Okay. Weil was da kommt, das freut mich ja schon sehr. Also, ich weiß nicht, was es mit den Trichtern auf sich hat, aber auf die freuen sich die meisten. Ich weiß nicht Ja. genau, was das ist. Ich weiß nicht, vielleicht weißt ja du mehr, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Aber auf was ich mich freue, sind die Reds, die Lampen mit den, also die Photosynthesen da, die. Wie sagt man so Ach schön? so, ja, die Solarzellen, Genau, meine die Art, ja. Solarpanel, auf die freue ich mich. Das wird Okay. richtig geil, wenn das so funktioniert. Man so die Städte in der Nacht beleuchten kann. Und am tagsüber nicht. Ja, gut, aber die funktionieren ja, also am Tag leuchten die ja wegen dem Tageslicht und nachts nicht, also. Also eigentlich müssten sie sich ja über den Tag über aufladen und nachts leuchten, weil sonst bringt Genau. das ja nichts. Vielleicht Genau, das funktionieren habe die ich. Ich so. habe. Oder Ja. vielleicht gibt es da irgendwie noch irgendwelche Batterien und da kommt es nahe an Um Tech-It das zu oder was. speichern, oder? Ja. Ja. Ja, Weil das wäre sonst würde das natürlich keinen auch. Sinn ergeben. Das wäre Hammer, ja. Willst du hier hinten so ein großes Fenster haben, oder? Wie wollen wir das machen? Hinten können wir vielleicht sogar irgendeinen Ausgang machen, einen Garten oder so. Ja, also dann Kannst du uns so. die Wände alle mal ganz geschlossen machen, wenn der so Sandstein reicht? Und dann können wir nachher schnell schauen. Weil bei den Fenstern ist es immer so, es ist schwierig, gleich am Anfang die Fenster zu machen, weil du musst nur noch auf die Raumeinteilung achten und so. Sonst kannst du nicht mehr die Raumeinteilung nicht mehr gut machen. Ja. Und wenn es halt nicht reicht, dann ja, da musst du Sand schaufeln gehen. Also ich habe jetzt noch. Wenn es nicht reicht, ich habe auch noch zwei Blöcke, drei. Sie liegen am Fenster. Ja, danke. Da habe ich viel zu viele Bretter gemacht. Ah ne, das Dach kommt ja auch noch. Ich würde mal sagen, um Platz zu sparen, machen wir die Zwischenetagen mit Slabs, oder? Dann sind sie nur halb so hoch und dann kann man sie gleich hierhin sozusagen setzen. Ja, dann ist der Raum auch ein bisschen, ja, Dann ist höher. der Raum nicht ganz 4 hoch, sondern halt 3,5, aber das macht ja nichts. 3,5 ist ja auch hoch genug. Ach so, ja. Jo. Denke, dass das gut ist. Ja, das nimmt ja schon ziemlich Gestalt an. Jetzt muss ich nur noch hier wieder da hochkommen. Hoppala, so. Einmal. Wow, ist einer fast runtergefallen. Schlau. So. Wenn du mir schon schön den Weg machst hier.